Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagam. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt endlich mein Merch am Start. Ich habe mir jetzt direkt aus der Boss der Bartagam Logo Kollektion ein T-Shirt bestellt und ist auch jetzt angekommen. Jetzt kann ich endlich das Video drehen. Also ich stelle euch jetzt hier gerade das Merch mal kurz vor und danach setze ich mich noch an den PC und erkläre euch im Prinzip jedes einzelne Design und erkläre euch, wie das alles funktioniert und stelle euch halt einfach ein bisschen vor, was ich alles für Produkte habe und so. Aktuell haben wir noch 8-9 Tage eine Rabattaktion von 15% auf alles. Könnt ihr auf jeden Fall gerne zuschlagen. Kommt noch Versand oben drauf, sage ich jetzt schon mal dazu, weil das muss man halt dann mit einkalkulieren. Im Prinzip haben wir jetzt hier das ganz schlichte Boss der Bartagam Logo. Das ist jetzt hier gerade noch die alte Version. Das heißt, das Logo beim neuen Design wurde noch mal ein bisschen kleiner und ein bisschen nach oben zentriert. Sprich, es sitzt ein bisschen höher. Das habe ich jetzt einfach rausgefunden, indem ich es jetzt getragen habe und ich finde es dann noch ein bisschen besserer Komfort, wenn es dann ein bisschen kleiner und ein bisschen höher sitzt. Ansonsten könnt ihr alles bestellen, ist alles jetzt fertig soweit, die Kollektion. Genau. Ich sage viel Spaß mit dem Video, haut rein, bis dann, let's go. So Freunde, jetzt sind wir hier am PC und ich stelle euch jedes einzelne Produkt meines Merches vor, meiner Merch-Kollektion. Ja, ich würde sagen, falls ihr die Kettensäge im Hintergrund hört, einfach ignorieren und jetzt geht's los. So, ganz einfach, Boss der Bartagam Merch eingeben. Und hier kommt's schon, Boss der Bartagam Merch. Da müsst ihr mal schauen, ich habe jetzt die Seite öfter besucht, vielleicht wird sie mir auch deshalb nur vorgeschlagen. Auf jeden Fall, bei mir kommt sie, wenn nicht, könnt ihr auch drei Optionen wählen. Einmal diese Option eingeben. Zweite Option, rechts im Banner beim PC wird es angezeigt oder ihr geht beim Handy auf YouTube. Dann geht ihr auf Boss der Bartagam und dann geht ihr auf den Reiter Kanal Info und hier seht ihr unten links den Link zu meinem Merch. Könnt ihr auch so tun. So kommt ihr dann immer zu meinem Merch. Jetzt gehen wir mal auf die Seite drauf und ich stelle euch mein Merch vor. So, willkommen bei Boss der Bartagam Merch. Ich mache mal hier ein bisschen kleiner mich. So müsste es passen. So, aktuell haben wir noch 7 Tage den Rabattcode 15% auf alles. Ne, das heißt, ihr zahlt hier zum Beispiel diese, das ist jetzt beidseitig bedruckt, deshalb so relativ teuer. Die Druckkosten, da kann ich kaum was ändern. Haben wir jetzt hier 41 Euro für diesen Hoodie mit zwei Seiten bedruckt. Der kostet 41 Euro, das heißt, der kostet dann noch 4 Euro Versand obendrauf, aber dann werden wieder 6 Euro abgezogen in etwa von 15% sind es, ne? Ja, das wären 4 Euro sind 10%, auf jeden Fall, das sind dann etwa 6 Euro. Jetzt einkaufen. So, ich mache nochmal ein bisschen kleiner mich, damit man hier auch mehr sehen kann. So, wir haben jetzt hier die ganzen Kollektionen gemischt ineinander, das heißt, einmal Boss der Bartagam Logo in schlicht grau gehalten mit Spike zweimal oben drauf und im angenehmen Hintergrund. Der ist vor allem für die Hoodies geeignet. Dann haben wir hier einmal Boss der Bartagam das ähnliche, bloß andere Farbverläufe und hier nur einmal Spike drauf. Das ist eher für die T-Shirts und auch in klein für ein Brustlogo geeignet. Hier einmal meine Unterschrift J. Meyer. Da habe ich versucht, die ziemlich hoch zu platzieren und relativ klein, dass es halt gut ausfällt und man es angenehm tragen kann auf jeden Fall. Also genau, die sind jetzt hier so und demnächst werde ich mir auch noch mehr Produkte bestellen. Ich habe mir zum Beispiel, haben wir jetzt für meine Schwester den Boss der Bartagam, Moment, da muss ich schon auf Seite 2 gehen, Boss der Bartagam Sportbeutel bestellt, den hier sogar in der Farbe. Genau, der kostet 14 Euro. Ist ein guter Preis, schlichtes Logo drauf hier und kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann habe ich hier versucht, die Farben gut mit dem Logo abzustimmen. Ne, das heißt, dass wir zum Beispiel jetzt hier diesen Hoodie in der Farbe mit dem Logo, den würde ich persönlich auch empfehlen. Dann habe ich den hier genommen, dass er hier als diese Farbe auch vorgeschlagen wird, damit ihr gleich ein gutes Bild bekommt davon. Und halt zum Beispiel jetzt in Weiß sieht es auch gut aus, aber ich persönlich finde es halt in der Farbe am besten. Hier könnt ihr die Größe ganz angenehm auswählen und dann in den Warenkorb und dann könnt ihr das Ganze abregeln über PayPal, Visa, Kreditkarte und Mastercard, was da alles so gibt. Genau. So, was haben wir noch? Wir haben hier die Boss der Bartagam Cappy.
Die ist auch ganz fresh, finde ich. Ich schaue mal, ob ich mir die selber auch noch hole. Ne? Ich meine, ich kriege das Ganze ja nicht kostenlos. Aber ich kann hier nicht wirklich alles kaufen, weil das ist ja auch Geld und das muss ich erstmal zusammenbekommen. Sprich, wenn ihr kauft, kann ich euch auch mehr vorstellen, weil ich dann mehr kaufen kann wiederum. Genau, pro Produkt bekomme ich im Prinzip ein paar Euro immer auf meinen Nacken. Ansonsten, der größte Teil geht hier an Spreadshirt, das Unternehmen, die das Ganze mir hier zur Verfügung stellen. Sprich, ich designe die Produkte und sie verkaufen sie für mich. Sprich, die machen das mit dem Versand, mit der Kaufabwicklung und mit der Online-Website. Ne? Das finde ich ganz gut so geregelt. Genau. Also, das war das hier. Ich zeige euch auch noch mein persönlicher Favorit. Ne? Das ist das T-Shirt. Hier einmal für Herren, weil ich ja ein Herr bin, zeige ich euch es halt mal so kurz. Auch in Weiß, ne? Das habe ich ja, ist jetzt in der Wäsche, aber das hatte ich ja an. Ist ja noch in dem gleichen Video alles drin, habt ihr ja schon gesehen, wie das aussieht. Hier ist schon die neue Version, sprich das Logo ist ein bisschen nach oben gewandert, ein bisschen kleiner. Ich finde es so noch ein bisschen schicker. Man kann hier auch die Farben natürlich noch ein bisschen wählen. Und das Logo ist halt wirklich so abgestimmt, dass es für sehr viele Farben angenehm ist. Dieser grüne Farbton passt perfekt, finde ich. Hier bei dem blauen auch angenehm. Selbst bei dem kann man es noch nehmen. Hier auch wieder top. Wirklich, also die Farben. Da kann ich wirklich sagen, bin ich fast stolz auf mich. Oder bin ich stolz auf mich, dass ich das so hinbekomme. Was ich euch noch zeigen möchte, ist einmal hier zum Beispiel die Flasche, ne, die habe ich hier nur in einem Design zur Verfügung gestellt, weil die einfach so am besten aussieht und das andere dachte ich, nee, mit der Unterschrift sieht nicht so gut aus und mit dem Spike drauf sieht auch nicht so gut aus und so ist relativ schlicht wieder das Boster Badagam Logo, das ist jetzt wirklich das Logo, das bleibt auch so und das könnt ihr wirklich bestellen ohne Bedenken, ich verändere hier nichts mehr, wirklich im ganzen Shop werden, wenn dann nur noch minimale Änderungen vorgenommen, vielleicht mal hier zum Beispiel die Schriftgröße ein bisschen kleiner. Aber wenn es euch gefällt, kauft es einfach und ich werde so gut wie nichts ändern. Der Shop ist offen jetzt, der Shop ist fertig. Die Produkte sind angepasst, ich habe es alles abgeglichen. Logos passen, Größe passt, passt wirklich alles. Ne? Und auch die Produktgrößen, ich habe zum Beispiel M beim T-Shirt, passt mir ziemlich gut. Eigentlich fast perfekt, könnt ihr nichts falsch machen. Nehmt einfach so, die Maße sind auch angegeben immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf das T-Shirt hier gehe, Details zum Produkt, da seht ihr hier auch die einzelnen Abmaße, das könnt ihr immer gerne gut machen und ja, also da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen, ich zeige euch jetzt noch kurz die beidseitig bedruckte Kollektion, hier, Boss der Badagam Hoodie, beidseitig, ne? Das ist hier gerade mal 40 Euro und der hat zwei Logos drauf, ne? Die sind ja auch nochmal teurer, wenn es dann zwei sind und da kann ich persönlich auch wieder diese Farbe hier empfehlen, ja, oder diese hier. Also diese ist auch wirklich was Besonderes, für Jungs und Mädels auch, kann man wirklich da nichts falsch machen. Von hinten sieht das Ganze dann so aus, also relativ schlicht. Aber ich persönlich empfehle einfach diese Farbe hier, die gefällt mir einfach so heftig gut. Und ja, so. Noch, was ich mir noch bestellt habe, ist diese hier, die Tasse. Die geht wirklich, eine Panoramatasse, fast ums Ganze, um die ganze Tasse drumherum, ne? Also wirklich wunderschön, das bietet auch nicht jede Seite an, das ist was Besonderes. Kann ich euch nur empfehlen, die zu holen, die habe ich mir jetzt geholt und zwar in dieser Farbvariante. Orange oder gelb? Ja, in Orange. So Freunde, ich hoffe mal, dass der Sound ins Video jetzt nicht so schlimm ist, dass der Sound über das Mikro geht und dass man mich demnach hören kann. Jedenfalls, ich möchte nur kurz ein kleines Zwischenfeedback nochmal geben, weil heute haben wir ein paar Tage später, ehrlich gesagt. Packe ich aber alles noch in ein Video rein, denn ich stelle euch das Merch vor. Auf jeden Fall ist jetzt die Tasse hier angekommen, die habe ich auch noch bestellt. Ein Sportbeutel habe ich auch noch bestellt, der kommt auch bald an. Genau, ich wollte euch einfach mal nur kurz noch die Tasse zeigen. Hier haben wir sie einmal in Orange-Weiß. Ein bisschen hier oben verfeinert der Rand mit Orange und hier der Griff mit Orange. Gute Farbkombination finde ich meiner Meinung nach. Hier haben wir das Boster Badagam Logo drauf auf der Panoramatasse. Also geht einmal wirklich fast ganz rum, genau. So, ich zeige euch hier noch einmal kurz. So sieht sie aus. Das Logo geht wirklich ziemlich weit rum und ziemlich harmonisch und stimmig, wie ich finde. Genau, das wollte ich euch nur noch mal kurz sagen. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Let's go. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Guter Preis, ein schönes Logo drauf, wenn ihr möchtet und wenn es euch gefällt und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, beziehungsweise einfach eine coole Tasse haben möchtet oder generell Merch, der euch gefällt,
einfach zuschlagen. Das, was euch gefällt, ihr müsst ja nichts kaufen. Alles freiwillig und ja, wenn ihr ein schönes Design möchtet, einfach zuschlagen, genau. So, dann würde ich sagen, war es das aber auch schon wieder mit diesem Video. Hier nochmal schön liken, abonnieren, angezeigt mit meinem Gesicht, genau. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schlagt gern zu, wenn es euch gefällt, das Merch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, lasst ein Like, Abo da, abonniert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Kommen auch demnächst wieder Livestreams. Bleibt gesund, haut rein, bis dann und bye. Euer Boss der Badegang, einmal rot.